Putin will keine Wahl, er will eine Krönung. Dieser Satz stammt von Gerhard Mangold, Professor für internationale Beziehungen und der Russlandkenner Österreichs. Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich. Freut mich, hier zu sein. Herr Mangold, 87% der Stimmen hat Putin sich letztes Wochenende in Russland ausstellen lassen, der Wahlstimmen. Was war das? War das eine Farce? War das eine Krönung? Oder war das eine Machtdemonstration, mit der Westen jetzt umgehen muss? Ich denke, es war eine simulierte Wahl. Sie war natürlich nicht frei, sie war nicht fair, sie war nicht demokratisch. Putin wollte in diesem Referendum, das es dann letztlich war, über seinen Kurs, die Frage des Krieges, ein möglichst hohes Ergebnis erzielen. Das hat er natürlich nicht erzielt. Wir wissen von massiven Fälschungen, die am Wahltag passiert sind. Aber es war natürlich auch schon so, dass Kandidaten nicht zugelassen worden sind, dass die Medien nicht fair berichtet haben. Also das ganze System krankt an allen Ecken und Enden und deswegen kann man es nicht Wahl nennen. Wenn man sich anschaut, wie er anschließend die Wahl gefeiert hat auf dem Roten Platz mit Tausenden von Menschen, die ihm zujubelt sind, natürlich geht man davon aus, dass sie zum Teil da auch hinbestellt waren. Denen kann man aber trotzdem nicht hinter die Stirn schauen. Was würden Sie sagen? Wie steht das russische Volk zu Putin? Ich denke, die Mehrheit steht tatsächlich hinter ihm aus verschiedenen Gründen und verschieden stark. Ich denke, für viele Russen und Russinnen ist wichtig, dass sie mit ihm Stabilität verbinden. Er hat nach den sehr chaotischen 90er Jahren eben diese Stabilität ins Land zurückgebracht und an der halten sehr, sehr viele fest. Sie haben Angst davor, dass es Abenteuer geben könnte, dass es Umstürze geben könnte. Also sie kennen ihn, sie halten an ihm fest, weil sie nicht wollen, dass sich etwas radikal verändert. Es gibt natürlich aber auch eine Bevölkerungsschicht, die schon lange gegen ihn ist und auch gegen den Krieg ist. Es ist das, was man in der russischen Politikwissenschaft die kreative Klasse nennt, also die eher jüngeren, besser gebildeten, besser verdienenden städtischen Wählerschichten. Die sind nicht in Putins Lager, aber die hatten auch keinen Kandidaten, für den sie abstimmen konnten. Würden Sie sagen, das waren auch die, die dann mittags um 12, um ihren Protest sozusagen heimlich zu zeigen, sich zur Wahl in die Wahlschlangen begeben haben? Das war eine Aufforderung der Witwe von Alexei Nawalny gewesen? Ja, die gehören sicherlich zu dieser Schicht, aber sie ist natürlich viel größer. Nun müssen wir wissen, es ist sehr, sehr gefährlich, in Russland zu demonstrieren. Früher hat es den Arbeitsplatzverlust oder den Studienplatzverlust mit sich gebracht. Aber mittlerweile ist es so, dass man aufgrund der repressiven Gesetzgebung auch lange in Haft kommen kann, wenn man sich gegen das Regime stellt, gegen den Krieg stellt. Das heißt, viele gehen nicht auf die Straße. Es waren die besonders Mutigen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, seit Anfang 2022 haben mehr als 1 Million Russen und Russinnen das Land verlassen. Und die meisten von ihnen gehören zu dieser Anti-Putin-Schicht. Verblüfft hat viele, dass in dem ersten Statement nach der Wahl Putin erstmals seit vielen, vielen Jahren den Namen seines toten Gegners Alexei Nawalny ausgesprochen hat. Vielleicht hören wir uns das kurz nochmal an. Ich sage Ihnen das. Das wird vielleicht eine Überraschung sein. Einige Tage, bevor Herr Nawalny verstorben ist, haben mir einige Kollegen gesagt, nicht die Mitarbeiter der Administration, einige Menschen haben mir gesagt, es gibt eine Idee, Herrn Nawalny auszutauschen gegen andere Menschen, die in den westlichen Ländern in Gefängnissen sind. Sie können mir glauben oder auch nicht, wie Sie mögen. Der Mensch, der mit mir sprach, hat den Satz noch nicht zu Ende gemacht. Ich sagte schon, ich bin einverstanden. Wie interpretieren Sie das, Herr Mangold? Finden Sie das glaubwürdig? Nein, ich glaube, es war der Versuch, sich reinzuwaschen von der Verantwortung für diesen Tod. Denn er kann ja argumentieren, ich wollte ihn ja eigentlich austauschen, warum hätte ich ihn töten sollen, wie die Opposition das ihm ja vorwirft. Ich glaube auch nicht, dass er ihn wirklich hätte austauschen wollen, denn er ist in dem Straflager sicherlich eine weniger starke Belastung für seinen politischen Kurs, eine geringere Herausforderung, als wenn Nawalny dann im Westen mit all der medialen und politischen Unterstützung die Opposition gegen Putin vergrößern hätte können. Wie steht es denn jetzt generell noch um die Oppositionellen in Russland? Gibt es da noch irgendwelche Namen, auf die man in den nächsten Jahren hoffen oder setzen könnte? Nein, es ist so, dass Putin alle personellen und infrastrukturellen Gründe und Grundlagen für die Opposition ausgeschaltet hat. Es war ja nicht nur Alexei Nawalny in Haft, sondern es sind Leute noch in Haft wie Wladimir Karamursa, Ilya Yashin, Andrei Pivovarov und viele Oppositionelle sind im Ausland, weil sie Russland verlassen haben aus Angst um ihr Leben. Das heißt, es fehlt wirklich eine Figur, die die Opposition artikulieren könnte, die sie organisieren
könnte. Und Putin hat auch sehr viele Parteien, sehr viele unabhängige Medien, sehr viele NGOs verbieten lassen. Also es ist da eine Wüste durch das Zutun von Putin entstanden. Und die Hoffnung, dass daraus wieder ein Keim der Opposition wird, diese Hoffnung ist sehr, sehr gering. Nun erreichen uns dieser Tage Meldungen über Kämpfe im russischen Grenzgebiet bei Belgorod. Es sollen pro-ukrainische Milizen sein, die gegen praktisch die russische Armee da antreten. Es soll sogar Bombardements geben, Artillerie. Wie schätzen Sie das ein? Ist da irgendwie die Hoffnung, man denkt natürlich an das, was am Ende mit Herrn Prigozhin passiert ist, gibt es da nochmal die Hoffnung auf einen Widerstand auch aus den militärischen Kräften heraus? Nun, das sind Freischärler, die natürlich alle in die sogenannte internationale Legion integriert sind und sie sind damit Teil der ukrainischen Streitkräfte. Sie werden von denen ausgebildet und ausgerüstet. Es ist nur so, wenn man darauf hoffen möchte, dass diese Bataillone größere Erfolge erzielen können, müssen wir auch darüber nachdenken, wer kämpft in diesen Bataillonen. Und da ist es schon so, dass im Bataillon Russisches Freiwilligenkorps und in der Legion Freiheit Russland auch sehr viele russische Neonazis sind, die gegen Putin kämpfen, wie auch eben viele russische Neonazis mit der russischen Armee gegen die Ukraine kämpfen. Also wir sollten uns nicht wünschen, dass Leute aus dieser Kategorie tatsächlich politisch aufsteigen können. Schauen wir mal auf die Innenpolitik Russlands, was in den nächsten Wochen jetzt ansteht. Er ist nun wiedergewählt. Wie sind hier jetzt die Prozedere? Es muss offenbar eine Regierungsumbildung geben. Vielleicht erklären Sie uns das. Nun, nach russischem Verfassungsrecht muss die Regierung am Tag der Angelobung des Präsidenten, und das wird am 7. Mai sein, zurücktreten. Und dann ist es so, dass Putin einen neuen Ministerpräsidenten vorschlägt, der dann vom Parlament bestätigt werden muss. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der seit 2020 regierende Premierminister Michail Mischustin im Amt bleibt. Interessant wird zu sehen, wie diese Ministerien verändert werden, vielleicht verändert werden, die man zu den Geheimdienst- und Militärsektoren zählt. Es könnte sein, dass Außenminister Lavrov endlich sein Amt aufgeben darf. Er ist lange schon amtsmüde. Es ist möglich auch, dass es im Generalstab eine Umbesetzung gibt, vielleicht sogar auch im Verteidigungsministerium. Aber das müssen wir abwarten. Aber das wissen wir spätestens in 1,5 Monaten. Immerhin wird es aber doch offenbar zu einem Austausch von Eliten kommen. Steckt da nicht auch in irgendeiner Form noch eine Chance auf einen Widerstand? Oder eine Verärgerung von Schichten, die wirklich Einfluss haben in diesem Land? Nun, der Selektionsprozess für die russische politische und wirtschaftliche Elite ist sehr, sehr streng. Das heißt, es werden solche Kräfte, die einen anderen Kurs unterstützen würden oder führen möchten, ausgegrenzt und sie steigen nicht nach oben. Was nach oben steigt, ist das, was Putin als Loyalist in seiner Umgebung haben möchte. Es ist nur so, dass mittlerweile der engste Führungskreis um Putin fast schon vergreist ist und es irgendwann dann doch eine Verjüngung geben muss. Ob das dann jetzt im Mai passiert, das kann man nicht sagen, aber es ist möglich. Was werden dann die weiteren Schritte sein? Wird er die Steuern erhöhen, um die Militärausgaben zu finanzieren? Ja, das wird er tun müssen. Das ist auch schon ein weit verbreitetes Gerücht. Es gibt seit 2001 in Russland eine Flat-Tax-Einkommensteuerrate von 13%. Die wird nicht halten können, die wird nach oben gehen. Denn es hat die Regierung zwar noch Einnahmen aus den Exporten, den Rohstoffexporten, kann noch auf einen Fonds zugreifen für die nächsten 2-3 Jahre, um den Krieg zu finanzieren. Aber sie braucht aus einnahmenseitig eben auch mehr Geld und das kann nur über Steuern eingehoben werden. Sie selbst haben ja Putin mehrfach persönlich getroffen, nicht unter 4 Augen, aber in einem Expertengremium. Wie haben Sie ihn da erlebt und an welchen Stellen hatten Sie das Gefühl, hat er sich am meisten verändert in den letzten Jahrzehnten? Oder hat er sich vielleicht gar nicht verändert und wir haben nur gedacht, er hätte sich verändert? Nein, Putin hat sich sehr stark verändert. Das, was passiert ist in den letzten 23 Jahren, hat ihn leider in eine negative Richtung sozialisiert. Das hat man auch bei diesen Gesprächen gemerkt. Er war früher ganz am Anfang interessiert an dem, was Russland-Experten und Expertinnen für das Land für Vorschläge hatten, wohin sie ihn lenken wollten. Und zunehmend ist er westfeindlich geworden, besessen von dieser Überzeugung, dass der Westen ihn betrogen hätte, dass er ihn isoliert hätte, auch das Land isoliert hätte. Und da hat er dann letztlich nur noch doziert und uns seine Geschichte erzählt, lang und breit.
Das heißt, Sie waren am Anfang, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, im Expertengremium in einem regelrechten Austausch mit ihm, was später nicht mehr stattgefunden hat. Dieses Expertengremium nennt sich Waldei-Forum. Vielleicht sind Sie so nett und erklären uns kurz mal, was das für ein Forum ist. Nun, das Forum wurde 2004 gegründet und bringt Russland-Experten und Expertinnen aus aller Welt nach Russland an verschiedene Orte. Das erste Mal eben nach Waldei. Das sind natürlich Konferenzen, die dort organisiert werden, aber die Konferenzen selbst sind weitestgehend uninteressant oder sie sind einseitig. Interessant ist dann, wenn etwa Außenminister Lavrov spricht oder Verteidigungsminister Shoigu, und überhaupt ist an diesen Konferenzen so besonders faszinierend gewesen, dass dort wirklich die großen Russland-Experten und Expertinnen vorhanden anwesend waren und man da eine wunderbare Gelegenheit hatte, miteinander Gedanken auszutauschen. Experten, ebenfalls Russland-Experten auch, haben Ihnen vorgeworfen, dass Sie damit das Image Putins verbessert hätten. Was sagen Sie dazu? Ich kenne den Vorwurf, aber ich frage mich, weiß nicht, ob die Zuseher, Zuseherinnen Leute kennen wie Ivan Krastev oder Angela Stent oder Richard Sackler oder Timothy Colton oder Sabine Fischer hier aus Berlin. Die alle waren dort und nicht, weil sie das Image Putins verbessern wollten, sondern weil es eine besondere Kommunikationsgelegenheit war, die wir natürlich haben nutzen wollen. Aber seit 2019 bin ich ebenfalls in diesen Foren nicht mehr dabei gewesen, aus gutem Grund. Weil sie es nicht mehr wollten oder weil... Weil die Repression in dem Land so zugenommen hat, weil die Konferenzen immer banaler und langweiliger geworden sind und weil Putin eigentlich jedes Jahr das Gleiche gesagt hat. Wenn wir mal auf Ihr neues Buch schauen, wo Sie ja auch die in der Fehlersuche nicht nur Putin und Russland adressieren, zu diesem Angriffskrieg, den er am Ende dann gegen die Ukraine gestartet hat, da beschäftigen Sie sich ausführlich auch mit der Frage, welche Fehler der Westen gemacht hat. Was wären da die gröbsten aus Ihrer Sicht? Nun, die Krise hat ja 2013, 2014 begonnen und wurde eingeleitet mit der Rivalität zwischen der Europäischen Union und Russland, wer die Ukraine auf seine Seite ziehen könnte. Und ich denke, da ist die Europäische Union auch nicht klug genug vorgegangen. Sie hat offensichtlich nicht daran gedacht, wie sehr Putin bereit wäre, einen solchen Konflikt zu eskalieren. Und wie dann der Umsturz in Kiew erfolgt ist im Februar 2014, war für Putin ganz klar, die Ukraine, die drängt nach Westen mit der neuen Regierung und er möchte sich sichern, was er noch sichern kann an strategischem Zugriff. Und natürlich war es auch nicht hilfreich, dass die NATO im April 2008 der Ukraine die Mitgliedschaft versprochen hat, zumindest grundsätzlich. Man hätte wissen müssen, obwohl Russland kein Recht dazu hat, aber man hätte wissen müssen, dass für Russland das eine tiefrote Linie ist, die, wenn überschritten, schon zu einer negativen, nämlich auch militärischen Reaktion führen würde. Ich sage nur im Buch auch, was immer der Westen zur wachsenden Konfrontation mit Russland beigetragen hat, ist keinerlei Rechtfertigungsgrund für diesen illegalen Krieg. Und gibt es natürlich unterschiedliche Meldungen und Einschätzungen, auch gerade im Moment wieder. Es wird sehr debattiert, wie der Stand dieses Krieges ist, wer noch Chancen hat zu gewinnen, zu verlieren und so weiter. Und natürlich wissen wir am Ende alle nicht genau, wie die Lage ist an der Front. Aber was hören Sie da? Steht es da wirklich so schlecht um die Erfolgsaussichten der Ukraine? Ja, die Ukraine ist jetzt in einem Zustand der aktiven Verteidigung, wie sie das nennt. Das heißt, nachdem die Offensive an der Frontlinie letztes Jahr nicht erfolgreich gewesen ist, versucht man jetzt, Verteidigungsanlagen an dieser Frontlinie auf- und auszubauen, um zu verhindern, dass Russland über diese Frontlinie hinaus zusätzliches Gebiet gewinnt. Da tut sich die ukrainische Armee allerdings im Augenblick sehr schwer, weil es hier an Waffen und Munition fehlt, aber auch an Personal. Die ukrainische Armee braucht dringend neue Rekruten. Da wird im Parlament in Kiew intensiv diskutiert über eine neue Mobilisierung. Man will 400.000 bis 500.000 zusätzliche Soldaten rekrutieren, indem man das Alter für den Fronteinsatz heruntersetzt. Aber darüber gibt es große politische Kontroversen. Und auch in der Bevölkerung wird das nicht einhellig gesehen, dass es unbedingt gemacht werden soll. Sie sprechen das Alter für den Fronteinsatz an. Ich glaube, wenn ich das richtig informiert bin, soll es von 27 Jahren auf 25 Jahre gesenkt werden. Das ist natürlich, wenn man sich jetzt andere Länder mit Wehrpflicht anguckt, trotzdem in unserem Gefühl immer noch relativ alt. Warum ist das so? Nun, von 18 bis derzeit eben 27 kann man sich freiwillig für die Front melden, aber niemand kann gezwungen werden, an die Front zu gehen. Wenn dieses Mobilisierungsgesetz tatsächlich beschlossen wird, dann wird es sicher 25, manche spekulieren sogar auf 24 Jahre herabgesetzt. Das bringt dann eine große Zahl junger
Rekruten an die Front. Aber das ist natürlich auch ein teures Unterfangen, denn diese Leute werden der ukrainischen Wirtschaft fehlen, sie werden keine Steuerzahler mehr sein. Das wird einnahmenseitig für die Ukraine eine große Belastung sein. Die Regierung in Kiew selber spricht von einer Belastung von etwa 13 Milliarden Dollar pro Jahr. Also das ist nicht nichts. Und es ist auch so, dass von denen, die jetzt an die Front geschickt werden sollen, die Begeisterung darüber nicht besonders groß ist, ganz anders als in den Anfängen des Widerstands der Ukraine. Es steht im Raum natürlich, dass der Krieg noch relativ lange dauern wird, weil sich im Moment wirklich nicht viele Verschiebungen ergeben. Und viele befürchten auch, dass die Unterstützung des Westens nachlassen könnte, dass die Unterstützung bröckeln könnte, dass man auch sagt, die Länder sind auch nicht mehr bereit, dafür zu investieren, da so viel reinzugeben. Teilen Sie das? Sehen Sie das auch so? Nun, wenn die Ukraine Territorium zurückgewinnen möchte, dann braucht sie mehr Waffen, Munition, sie braucht auch mehr Finanzhilfe. Aber da ist eben auch das Problem schon sehr stark, nämlich dass in den USA ein von beiden gewünschtes Paket von 61,4 Milliarden Dollar an Finanz- und Militärhilfe im Kongress noch immer nicht beschlossen worden ist. Man sagt immer wieder, jetzt sei es bald soweit, aber es ist bis jetzt nicht dazu gekommen. Und wenn Donald Trump am 5. November die Präsidentenwahlen gewinnen wird, dann ist überhaupt das Risiko sehr groß, dass nichts mehr an die Ukraine fließt. Und das ist etwas, was die Europäer nicht kompensieren können, weder was die Finanzhilfe anbelangt, noch die Militärhilfe. Und wenn Trump tatsächlich jede Unterstützung beendet, dann kommt die Ukraine in eine massive militärische Schieflage und das würde Russland die Möglichkeit eröffnen, weiteres Territorium der Ukraine zu erobern. Auch in Deutschland wird ja heftig diskutiert. Kanzler Olaf Scholz bleibt bei seinem Nein zur Lieferung des Taurus. Die Zahlen oder Umfragewerte zeigen uns, dass die Mehrheit der Deutschen hinter ihm steht. Ich denke so um die 60% im Moment. Wie beurteilen Sie das? Nun, ich bin ein Experte, der eben keine politischen Empfehlungen gibt. Das ist die Aufgabe der Politik, solche Dinge zu entscheiden. Ich analysiere nur, was es bedeutet, wenn Taurus geliefert werden und was es bedeutet, wenn sie nicht geliefert werden. Was natürlich, bedeutet es, wenn Taurus geliefert wird? Natürlich würde das die militärische Schlagkraft der Ukraine deutlich erhöhen. Es wäre mit diesen Taurus-Marschflugkörpern möglich, eben weit rückwärtige Ziele, also weit ab der Frontlinie zu zerstören. Alle denken natürlich daran, dass damit die Brücke über die Straße von Kertsch, die sogenannte Krimbrücke, die logistisch für das russische Militär sehr wichtig ist, zerstört werden könnte. Das große Problem ist, dass der Kanzler ja einen Amtseid geschworen hat, Schaden vom deutschen Volk abzuwehren. Und er fürchtet, dass die Zielführung dieser Taurus-Marschflugkörper jedenfalls nicht ohne Beteiligung deutscher Soldaten gehen kann, entweder in der Ukraine oder hier in Deutschland. Und dieses Risiko möchte er nicht eingehen. Er vertraut offensichtlich der ukrainischen Seite nicht, die verspricht, keine westlichen Waffen, die geliefert werden, auf russische Ziele abzufeuern, also russisches Territorium damit zu beschießen. Nur die Krimbrücke ist nicht russisches Territorium. Es ist ohnehin schwierig, in einem Krieg von Begriffen zu reden, wie Vertrauen oder nicht. Aber aus Ihrer persönlichen Einschätzung, haben Sie das Gefühl, dass das berechtigt ist bei ihm? Nun, eine große Frage wäre, wer ein Transportflugzeug Russlands vor etwa 6 Wochen abgeschossen hat, mit welchen Waffen. Waren ja westliche Waffen im Spiel? Niemand redet darüber. Das sind im Westen natürlich gekannte Geheimnisse, die aber nicht verraten werden. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass die Ukraine dieses Versprechen schon einmal gebrochen hat. Das ist eine Spekulation, das könnte möglich sein. Belege haben wir dafür nicht. Weiterhin gibt es im Moment auch eine Menge Diskussionsstoff um eine Anregung, sage ich jetzt mal, des SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich, der letzte Woche im Bundestag gesagt hat, man solle darüber nachdenken, ob ein Einfrieren des Krieges nicht möglich wäre. Wie beurteilen Sie sowas? Nun, ich kann diese Orientierung, diese Aussage, diese Forderung verstehen, nur weder die ukrainische noch die russische Kriegspartei wollen eine Waffenruhe haben. Russland erwartet sich, genauso wie die Ukraine, eben noch militärische Erfolge auf dem Schlachtfeld und deswegen will man sich jetzt nicht auf eine Waffenruhe, auf eine Waffenstillstandslinie einlassen. Und es wäre, wenn es dazu käme, etwa wenn beide Armeen militärisch so erschöpft sind, dass sie sich eben keine Hoffnungen mehr auf militärischen Erfolg machen, möglich, dass man sich dann doch bereit findet zu solchen Verhandlungen. Nur
Das würde letztlich schon bedeuten, dass der Aggressor belohnt wird, weil er hat dann zwar nicht de jure, aber doch de facto Kontrolle über etwa 20% des ukrainischen Territoriums, und die würde er auch langfristig behalten. Und das ist schon etwas, was die ukrainische Bevölkerung nicht akzeptieren möchte, was die ukrainische Führung nicht akzeptieren möchte. Aber es kann sein, wenn, wie gesagt, beide Seiten militärisch erschöpft sind, dass nichts mehr anderes übrig bleibt. Und das natürlich, dass auch ein Signal ist, dass die Glaubwürdigkeit des Westens begrenzt ist, das ist natürlich auch ein berechtigtes Argument der Gegner dieses Vorschlages von Mützenich. Sie selbst haben ja auch häufiger schon gesagt, dass Sie haben sich dafür ausgesprochen, die Ukraine stärker militärisch zu unterstützen. Zugleich kritisieren Sie aber Verteidigungsminister Pistorius, der mit dem Begriff Deutschland müsse kriegstüchtig werden, Angst schüre, haben Sie, glaube ich, gesagt. Wie passt das für Sie zusammen? Nun, man muss den Begriff kriegstüchtig nicht verwenden, um das zu beschreiben, was die deutsche Bundeswehr an Fähigkeiten erlernen und erwerben muss. Es genügt, ja, wenn man sagt, verteidigungs- und abschreckungsfähig, das ist genau das Gleiche. Aber ich denke, wenn man von Krieg spricht oder wenn manche andere davon sprechen, dass man Kinder kriegstüchtig machen soll, dann denke ich, ist das eine unnötige Angstmache, Verängstigung der Bevölkerung. Sie meinen jetzt den Vorschlag der Bildungsministerin, dass Notfälle in Schulen geprobt werden müssen? Oder ja, was meinen Sie das, damit? Das meinte ich damit. Man kann natürlich auch spekulieren und sagen, ist diese Angstmache auch wirklich beabsichtigt? Nämlich, es wird das Problem sein, dass in den nächsten 10, 15 Jahren sehr viel Geld in die Rüstungsindustrie, in die Aufrüstung der Armeen in Europa fließen muss. Es wird auch so sein, solange dieser Krieg dauert, dass sehr viel Geld in die Ukraine fließen muss. Und das müssen Regierungen natürlich kommunizieren an die Bevölkerung, warum dieses Geld dorthin geht. Und wenn man sozusagen ein Angstszenario entwickelt, dass Russland, wenn es die Ukraine besiegt, dann die NATO angreifen wird und der Iwan dann in Berlin oder gar in Paris stehen würde, dann könnte die Bereitschaft der Bevölkerung wachsen, das doch hinzunehmen. Also ich stelle zumindest die Frage, ob das nicht beabsichtigt ist. Auf den Punkt kommen wir gleich nochmal, aber Sie haben gerade den Begriff Angstmache gewählt. Ist es nicht genau aber gleichzeitig das, was wir an Realität, vielleicht ist es auch einfach nur mehr Realitätssinn, denn wir reden ja darüber, dass wir nicht hingeschaut haben, dass wir immer gehofft haben, dass es anders zugeht, dass wir militärisch selber zum Beispiel in Deutschland nicht so ausgerüstet sind, wie wir vielleicht für diese Szenarien sein sollten. Wo ist da die Grenze zwischen, jetzt muss die Realität einsetzen und einer Unterstellung, dass es vielleicht Angstmache ist? Nun, die Realität muss einsetzen in dem Sinne, dass Deutschland wie die anderen europäischen NATO-Staaten sehr viel mehr in die Verteidigung stecken muss. Europa ist nicht verteidigungsfähig, manche europäische Staaten sind nicht verteidigungswillig, und wir können eben nicht damit rechnen, dass die Sicherheitsgarantie der USA im Rahmen der NATO dauerhaft zu erhalten bleibt. Also Aufrüstung muss sein, ja, und wenn man nicht will, dass die Ukraine verliert, wird auch die weitere finanzielle und militärische Hilfe an die Ukraine notwendig sein. Ich spreche nur dieses Szenario an, dass man sagt, Russland darf in der Ukraine nicht gewinnen, weil es danach eben baltische Staaten oder Polen angreifen würde. Das ist für mich ein Angstszenario, das nicht sehr realistisch ist, denn die russische Armee ist in diesem Krieg sehr stark geschwächt worden, vom Material her, vom Personal her. Es wird nach diesem Krieg Russland sehr viele Jahre brauchen, um die Streitkräfte wieder zu stärken. Und diese Zeit sollten die westlichen Staaten eben auch nutzen, ihre eigenen militärischen Fähigkeiten zu stärken und damit eben Abwehr und verteidigungsfähig zu sein. Das heißt, Sie widersprechen ganz klar dem Satz, dass die Freiheit Europas im Moment von der Ukraine verteidigt wird. Ich glaube, das ist nicht so. Ich weiß, das ist ein sehr emotionaler Satz. Die Ukraine verteidigt sich selbst gegen einen brutalen Aggressor, und sie hat jedes Recht, Unterstützung dabei zu erhalten. Aber diese Vermutung eben, wenn die Ukraine fällt, sind wir die Nächsten, die teile ich nicht, jedenfalls nicht auf die nächsten 10 Jahre. Ich schließe nichts aus, es gibt sicherlich Ambitionen bei Putin und seiner innersten Umgebung, noch weitere Territorien zu erobern. Aber ich sage eben, Ambitionen sind das eine und Fähigkeiten, militärische Fähigkeiten sind das andere. Nun haben wir über eine ganze Menge düstere Szenarien gesprochen, die mitnichten vermuten lassen, dass es irgendeine Chance darauf gibt, dass dieser Krieg bald zu einem Ende kommen könnte. Welche Szenarien können Sie sich denn da vorstellen? Oder wo ist denn Ihre Einschätzung für die Dauer und wie es aussehen könnte, wenn denn überhaupt, hoffentlich in den nächsten Jahren?
Nun, auf Verhandlungen dürfen wir nicht hoffen, auch wenn beide Seiten erklären, sie seien dazu bereit, aber sie stellen dafür Vorbedingungen, die für die jeweils andere Seite nicht akzeptabel sind. Und deswegen kommt es eben auch nicht dazu. Grundsätzlich könnte man sagen, Kriege können auf drei Arten enden. Szenario 1, eine dritte Partei interveniert in der Ukraine und zwingt beide Parteien an den Verhandlungstisch. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Szenario 2, eine Seite setzt sich militärisch durch und diktiert dann eine Friedenslösung. Auch das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und die dritte Variante, die ich noch für die realistischste halte, auch wenn sie in absehbarer Zeit nicht eintreten wird, ist eben, wenn dieser Stillstand an der Front, wenn dieser Abnutzungs- und Stellungskrieg sich nicht verändert, sondern eben die Front so belassen wird, wie sie jetzt ist und keine Seite mehr zurückerobern kann oder neu erobern kann, dann ist es möglich, dass in einem solchen Erschöpfungsszenario dann doch über zumindest eine Waffenruhe verhandelt wird, mit all den problematischen Aspekten, die eine solche Waffenruhe haben würde. Herr Mangold, Sie gelten als der Russlandkenner Österreichs. Österreich hat immer eine Sonderfunktion gehabt in den letzten Jahren oder eine Sonderrolle gespielt, auch im Verhältnis zu Russland. Österreich ist nicht Mitglied der NATO. Wie wird denn im Moment in Österreich diskutiert? Nun, es gibt eine Debatte um die Neutralität, die aber die meisten politischen Eliten nicht wollen. Es gab Anfänge zu sagen, wir brauchen nicht nur eine neue Sicherheitsstrategie, sondern müssen auch offen gegenüber einer Mitgliedschaft in der NATO werden. Und da kam unser Kanzler und hat gesagt, nein, Österreich war neutral, ist neutral und wird neutral bleiben, Ende der Debatte. Es ist so, dass in Österreich diese Neutralität, die wir seit 1955 haben, fälschlicherweise gesehen wird als ein absoluter Schutz gegen militärische Aggression von anderer Seite. Man glaubt wirklich, Neutralität schütze entgegen all den historischen Erfahrungen, die wir haben. Und es ist aber so, dass mehr als 80% der Bevölkerung an diesem Mythos Neutralität festhalten wollen. Und es wäre für jede politische Partei, außer Kleinparteien, die bestimmte Nischen bedienen, suizidal, tatsächlich die Neutralität in Frage zu stellen. Und das vor den Nationalratswahlen, die wir im September dieses Jahres haben werden. Recht. Zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage, Professor Mangold. Wir sehen Sie ja in allerlei verschiedenen Szenarien, vor allen Dingen oft zugeschaltet im Fernsehen aus Ihrem Arbeitszimmer. Wir wissen, dass Sie Bücher schreiben, wir hören Sie in vielen Interviews. Wir wissen aber so ganz gar nicht, wo Sie eigentlich herkommen, wo Sie aufgewachsen sind. Ich habe nur gesehen, am kleinen Dorf in Tirol, wie ist dieser Weg gewesen von dem kleinen Burschen Gerhard Mangold in Tirol bis jetzt zum Professor für internationale Beziehungen an der Universität in Innsbruck. Nun, wir waren eine ärmliche Arbeiterfamilie, aber die beiden Eltern haben alles getan, damit wir möglichst viel Bildung bekommen, alles dafür geopfert. Und meine drei Geschwister und ich haben diesen Bildungsweg dann auch bis zur Universität eingeschlagen. Ich bin dann schon im Alter von 14 Jahren sehr stark politisiert gewesen, habe dann einen berühmten österreichischen Politologen kennengelernt. Und da war für mich klar, erstens will ich das studieren und zweitens will ich auch Professor werden. Aber ich wollte anfangs Spezialist für Frankreich werden. Es war dann nur so, die Perestroika hat in der Sowjetunion begonnen und ich hatte einen zweiten Mentor, der ein Freund von Gorbatschow war und er wollte unbedingt, dass ich in seine Fußstapfen trete und mich auch der Osteuropa-Forschung widme. Und so bin ich eigentlich ein bisschen zufällig dazu gekommen. Sie sprechen Russisch, aber Sie haben nie in Russland gelebt. Nein, keine längere Zeit. Also es war damals in den 80er Jahren, als ich studiert habe, für meine Familie auch völlig unmöglich, dass jemand nach Russland geht und dort längere Zeit bleibt. Es gab damals kein Erasmus, sondern man musste das selber bezahlen und diese Gelegenheit gab es nicht. Professor Mangold, danke sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne.